Aus Anlass des 60-Jahr-Jubiläums der Wiederselbstständigkeit der Gemeinde Wiener Neudorf fand der Bundesländertag ganz im Zeichen von Wien statt. Als Ergänzung zeigte eine Fotoausstellung die Entwicklung der Gemeinde in den vergangenen 60 Jahren. 60 Jahre selbstständige Gemeinde ist sicher ein guter Anlass, das heute zu feiern. Und mit der Entwicklung der letzten 60 Jahre mit der Ausstellung ist das gut dokumentiert. Mit der Gemeinde Wien verbindet uns natürlich viele Dinge. Und wenn Sie sich diese Ausstellung anschauen, die die Gemeinde Wien präsentiert, so sehen Sie, dass nächstes Jahr 150 Jahre Ringstraße gefeiert wird. Wir haben jetzt zur Tradition gemacht, die Bundesländer in Wiener Neudorf zu Gast zu haben. Alle zwei Jahre machen wir das. Dazwischen gibt es immer das Integrationsfest, das Fest der offenen Töpfe, was auch sehr gut angenommen wird. Ja, heuer haben wir wieder Bundesländertag mit Wien. Die Nähe zu Wien liegt klar, aber das Thema ist natürlich 60 Jahre eigenständige Gemeinde. Das feiern wir heute, so beginnen wir immer unseren Nationalfeiertag. Bis 1954 ja, waren wir ein Teil von Wien, sage ich. Und wir sind erst ab dem Jahr 1954 wieder in das Land Niederösterreich rückgegliedert worden und seither wieder eigenständige Gemeinde. Das ist jetzt 60 Jahre her, Grund genug, auch entsprechende Einladungen auszusprechen an die Stadt Wien, in deren großen Umfeld wir uns ja hier befinden. Wir haben ja nicht weit, wir haben nur 15 Kilometer bis zum Stephansdom, Luftlinie von hier. Und ich denke, dieses Wiener Umland hat eine enorme Entwicklung in den letzten 60 Jahren genommen. Und das ist auch Grund, diese Stadt, diese großartige Metropole in Europa zu uns zu Gast zu bitten. Und dankenswerterweise ist Wien unserer Einladung gefolgt. Wien und Wiener Neudorf verbindet ja früher sehr viel und heute genauso. Da muss natürlich neben dieser historischen Nähe, die natürlich wesentlich auch zum Wohlstand unserer Region an der Grenze zu der Bundeshauptstadt Bedingung ist, sagen, dass die Lebensqualität, die wir genießen in der Region Mödling, in hohem Ausmaß damit zusammenhängt, dass wir alle Leistungen der Bundeshauptstadt Wien vor der Tür haben und diese auch genießen können. Und dann den Rückzugsraum haben in Idylle, Natur und Wohlstand. Und das ist was ganz was Einzigartiges. Auch gibt es die Gelegenheit, 60 Jahre rückzublicken. Die Entwicklung der Marktgemeinde Wiener Neudorf ist ja sehenswert. Die Ausstellung, die wir haben, die uns Dr. Chendes heute präsentiert, ist eine ganz tolle Sache und dokumentiert es sehr gut, wie sich der Ort entwickelt hat. Ja, Wiener Neudorf hat in diesen 60 Jahren sicher eine Erfolgsgeschichte hinter sich gebracht, die seinesgleichen sucht in Österreich. Es ist auch, und ich glaube, unser Abgeordneter Hannes Wenninger hat das auch in seiner Ansprache richtig gesagt, auch symbolisch für die Entwicklung, die in unserer Republik stattfinden konnte, in einer Zeit, in der es keine Kriege mehr gegeben hat, wo die Menschen sich zusammengestellt haben, gemeinsam etwas weitergebracht haben. Und es ist auch ein Symbol dafür, dass gemeinsam am allermeisten zu erreichen ist.